Moin moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Underground 2. Wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Und ja, wir haben noch so ein paar Rennen vor uns. Die werden wir dann natürlich auch erfüllen. Und ja, machen wir das einfach mal. Aber bevor wir es machen, werde ich den Wagen erstmal umlackieren. So, ja, will ich. Danke. Hey, die Leute haben, die Kunst ist, aus deinem Wagen etwas Besonderes zu machen. Das gelingt dir bestimmt mit einer neuen Lackierung. Ja. Wie ging das nochmal? Okay, müssen wir die Maus betätigen. Ja, machen wir doch Metallic. Genau. So, den Spoiler ist ein Carbon-Spoiler, ist ein Carbon-Dach-Spoiler, ist ein Carbon-Spiegel. Die machen wir mal gelb. Die Vinyls lasse ich nämlich mal drauf. Die mache ich rot. Okay. Machen wir rot. So. Hey, Vinyls sind die zweite Haut für deinen Lack, also rauf damit. Ja. Jetzt ist nur die Frage. Ich will gerade mal gucken. Passt doch eigentlich ganz gut. So, Farbe 1 war das da. Das machen wir gelb. Das machen wir rot. Und das machen wir wieder gelb. So. Boah. Decals. Die Firmenlogos deiner Teile, indem du deinen Wagen mit Sponsorenaufklebern verzierst. So, was haben wir denn da? Nehmen wir. Machen wir DC Spots. Hinten machen wir dann. Brembo? Nee, da mache ich nichts drauf. So. So. Hätten wir das auch. Und ja. Jetzt sieht das Ganze noch moderater aus. Jetzt können wir das Rennen machen. Hier vorne. Was hier vorne drin ist. So. Jetzt könnt ihr mir die Arschbacken knutschen. Komm schon. So. Du wirst erstmal da weggehen. Alter, ist klar. Ja, warum haben wir jetzt ein Ivo mit dabei? Na, ist ja auch egal. Wir werden auf jeden Fall uns nach vorne arbeiten. Erstmal schön im Windschatten. Tschüss. So. Uiuiui. Der war knapp. Komm schon. Gib Gas. Alter, das ist gerade echt krass. So, das Miese ist ja. Ja, was heißt das Miese? Es ist eigentlich gut. Aber wir haben hier kein Nitro mehr. Von der sich gesehen, wow. Ist schneller als zu bremsen. Ja, lol. Da hat wohl jemand einen Fehler gemacht. Wer auch immer das war, ich danke dir. Ach, warte, das war das Rennen. Das haben wir das letzte Mal kurz vor Ende verloren. Der war total mies.
Ich erinnere mich. Na, ja, wollen wir diesmal uns aber weiter anstrengen. 1,41,77, okay. Das sind zwei Runden. Habe ich nämlich in der zweiten Runde nämlich schön scheiße gebaut. Also sonst hätte ich das Rennen nämlich gewonnen gehabt. Das war eine Sache, ey, das könnt ihr mir glauben. So, zack. Und nochmal vier. Wow, wow. So. Jetzt heißt es hier aber Gas geben. Ja, mit 260 km kann man sich eigentlich zufrieden geben. Für den Anfangswagen. Oh, Glück gehabt, ey. Okay, der eine. Alter, wie hat der eine denn bitte aufgeholt, dass er so nah wieder dran ist? Junge, Junge. Nein! Das, ich hatte keinen Bock, jetzt einen Fehler zu machen. Alter, sag mal. Das ist doch der Ivo, oder nicht? Keine Ahnung. Weil ist so irre hartnäckig gerade. Sorry, wenn ich gerade so still bin. So, hätten wir das geschafft? Junge, Junge, Junge. So. Das Rennen wäre absolviert. Ich weiß gar nicht, wo war die Karrierestatistik? Hier. Drei Rennen nur noch. Oh, gut. Ich dachte schon, warum stockt der Sound gerade? Da war die Karte. Okay, wir haben da unten noch ein Drift-Event. Wir werden auf jeden Fall ein Drift-Event machen. Hey! Ah ne, warte. Ich gehe in die Heath. Genau. Hä? Warum geht das gerade mal nicht? Nein. So. So. Ah, so geht das. Ja, sorry, die Steuerung mit dem Controller ist ein bisschen anders. Wow. So. Jetzt kann ich mich auch um den Drifter umkümmern. Jetzt passt auch das rote Neon noch irgendwie dazu. Okay. Aber ich habe nämlich keinen Bock gerade auf einen Outrun-Rennen. Weil die KI dann nämlich sowieso wieder so irre aufholen wird. Das bringt nichts. So, jetzt können wir nämlich da oben das Drift-Event gleich machen. Dann können wir ein bisschen Cash verdienen. Wir brauchen eh nur noch drei Stück. Ich mache lediglich nur die Karrierestatistik hier voll. Das war's. Wir kriegen ja sowieso später einen kostenlosen Wagen. Von daher... Mal Wind zu. Ja, genau. Gib mir mal deinen Windschatten ab. Tschüss. So. Hätten wir das geschafft. Boah, wo ist denn das? Ach, das ist da oben. So. Wieder ein bisschen Nitro. Das Nitro ist so schwach, ne?
Aber so ist das nun mal in den Anfängen. Ich meine, wenn man sich Underground 3 mal so Underground 2 so anguckt, zu seiner Zeit war das eines der besten Spiele. Ich meine, ich habe jetzt noch Spaß dran, von der Sicht gesehen. So, wo ist denn das Event? Ah, hier ist es. Ah, Downhill Drift. Okay, das hier ist der Downhill Drift. Ganz heißes Ding. Bei dem Drift rutschst und schleuderst du den Berg runter. Oh ja, richtig gehört. Du fängst oben an und arbeitest dich nach unten. Das wird eine verdammt schwierige Sache. Und ich sag dir gleich, ganz wichtig, Gas, Lenken, Handbremse. Du musst immer gut auf den Verkehr achten. Die Leute hier wissen ja nichts von unserem Rennen und kommen einem da schon mal in die Quere. Aber wenn du dann so einen Typen vor der Nase hast, versuch so eng wie möglich an ihn ranzukommen, als wärst du sein Schatten. Denn wenn du dich an ihn ranheftest, kassierst du reichlich Punkte für deinen Stunt. Und ganz wichtig, je höher dein Speed, desto höher dein Multiplikator. Und den brauchst du auch, damit du ordentlich Punkte einsackst. Jetzt weißt du, wie es geht. Also... ran an die Backen und... so weiter. 40.000... So. So. Fakultetu. Und so weiter. Puh. Ach, komm schon. Ist nicht dein Ernst gerade mal, oder? Ach, komm schon. Der war kacke. Ja, Driften muss wieder gelernt werden. Ist schon zu lange her, dass ich... So. So, no. Ah, habe ich doch geschafft. Da. So, ja, ich konzentriere mich gerade, deswegen sorry, wenn ich gerade so still bin. So. Yeah! 79.000 Punkte noch gekriegt. Das ist sehr schön. Oh, ja. Wir haben noch ordentlich aufgeholt. Bin ich sehr froh drüber. Ich glaube, jetzt sind das aber auch gar nicht mehr. Oh! Ja! Hot 4 sucht noch einem neuen Helden. Also gib richtig Gas und du bist auf dem Cover. Danke! So, jetzt mache ich noch das andere. Danach werde ich mal gucken, dass ich das Fahrwerk einbaue. Ich weiß gar nicht, habe ich hier eigentlich alle Geschäfte schon gemacht? Nein, das war falsch eigentlich, aber egal. Da unten ist Hot 4. Ja, da unten habe ich auch... Nein. So. Das Einzige, was hier dann natürlich blöd gemacht ist, ist halt eben, dass du hier zu dem ganzen Event fahren musst. Was hast du nicht mal eben, die Teleport-Version? Könnte man natürlich machen, aber wir wollen das Spiel ja ehrlich durchspielen. Von der sich gesehen. Wow. So, jetzt ist nur die Frage. Hier gibt es nämlich auch immer ein verstecktes Event. Nein, diesmal ist hier keins. Da gibt es manchmal einen Sprint drin, ne? Wobei, jetzt frage ich mich gerade mal, ob ich wirklich, ob ich gerade mal wirklich hier den 240SX überhaupt aufrüsten sollte.
Klar, ich meine, ich kriege einen Wagen geschenkt später, aber trotzdem. Upsala. So, ab hier rein. Ach, na gut, dann. Aber das ist gerade mal sau wenig Cash, was wir kriegen. 350? Ja, genau, und Ivo ist auch noch mit dabei. So, wollen Sie mich trollen oder was? Das ist doch allgemein bekannt, dass Ivo das pure Drifter-Auto ist. Jutata! So. So. Und rum mit dir. So. Ta-ta-ta-ta-ta und. Ja, der war aber haarscharf an der Wand jetzt gerade, würde ich sagen. So. Zack, zack und zack. Und zack. Der war sehr schön. Ja, ich weiß, da hätte ich viel mehr rausholen können. So. Genau. Ja, das mit dem Driften ist immer so eine Sache. So, zack, zack, zack. So, und dann so rum. So. Ah, komm rum. Oder? Nein. Ah. So, 147.000 Punkte gewonnen. Wie viele haben die anderen? Och, gerade mal 82.000. Das habe ich mal sowas von locker gewonnen. Yeah. Damit hätten wir das Event abgeschlossen. Das Event. So. Ich weiß jetzt nur, wohin? Weil das da drinnen, da unten will ich nicht machen. Da unten ist ein Drift. Ich mach das da. Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. So. Ja, bis da unten hin kann ich im Prinzip auch ein Outrun-Rennen machen. Ja, oder auch nicht. So, vorne haben wir, was, achso, die C-Sports. Ja, ich bin gespannt, wie das abläuft. So, komm her. Supra? Eine Supra. So, Meister, jetzt geht's los. Das Geld liegt original auf der Straße. Genau, du sagst es. Was meinst du, warum ich vor dir abhaue? Yes, sir. Ja, das hast du affengeil hingekriegt. Vielleicht danke. Tue ich nächstes Mal so, als würde ich mir Mühe geben. Jupp. Yeah. Ist wohl doch nicht alles so schlimm. Ich muss nur wissen, wo ich lang fahre und wie ich fahre. So, da drüben ist noch eine Supra. Hey, mal ganz im Ernst, Mann. Du hast hier bei den richtigen Fahrern nichts zu suchen. Haha. Komm schon. Und? Ja. Komm. Nein. Warum hängt denn der da fest, wenn ich mal fragen darf? Ja. Mann, du haust ja richtig einen raus. Power. Nein. Gut, da. Hab ich aber Glück gehabt. Boah.
Im Moment hau ich aber die Outrun-Rennen. Ja gut, die Outrun-Rennen geben zwar ein bisschen Cash, aber auch nicht zu viel. Darauf habe ich gewartet. Dann zeig mir, was du auf dem Kasten hast. Ja! Danke! Tschüss! So, komm. Ach, wisst ihr was, leckt mich doch.